willkommen hier bei uns am Kanal HTL World. Der Olli, der Daniel und der Daniel, klassisch DOD genannt, sind hier am... Unsere WhatsApp-Gruppe heißt auch DOD. Wir sitzen sogar richtig, ganz genau. Dot. Die Dots sind wieder am Zombieside zocken. Wir spielen Quest 1 Großwildjagd. Lasst mich vorlesen, worum es geht. Wir haben den Ausgangspunkt der Zombie-Invasion schnell entdeckt. Einige Überlebende haben einen riesigen Zombie gesehen, der auf die Straßen stapft. Und irgendwo verbirgt sich ein finsterer Totenbeschwörer, der offensichtlich die Rolle lenkt, um uns einzukesseln. Wir haben 2 Tage gebraucht, um das Versteck dieses Totenbeschwörers auszumachen und um zu kapieren, dass keine unserer Waffen in der Lage ist, diesem Monstrum Schaden zuzufügen. Deswegen wollen wir jetzt das Laboratorium überfallen und beide mit unserer Geheimmischung erledigen. Dem Drachenfeuer Halali. Was auch immer das ist. Die Drachengöttin. Ja. Ziel. Wir müssen den Bestie und seinen Herrn töten, also mindestens ein Monstrum und einen Totenbeschwörer. Ach, ganz wichtig, du musst aus der Box bitte die Totenbeschwörerkarten dazu nehmen. Aus der anderen Box, Daniel. Aus der anderen Box, die andere. Danke. Das ist so wie links und rechts, das andere links. Die müssen wir dazwischen mischen, die Totenbeschwörerkarten. Und wir brauchen die Artefakte, oder? Die sind wahrscheinlich den Gewölben. Genau. Gib mal die Artefakte. Wobei, da steht gar nichts von, dass da... Doch, lege ein zufälliges Gewölbe-Artefakt. Genau, richtig. Eins? Ja. Ja, aber eins pro Gewölbe. Okay. Eins pro Gewölbe. Also, wir haben schon wieder aufgebaut. Ihr kennt das bereits. Ich versuche diese halt genau, das ist natürlich jetzt das Szenario 1, auf dem wir jetzt nur gespielt haben. Ja. Das habt ihr bereits schon auf unserem Kanal gesehen. Und diesmal ist so, dass die Überlebenden hier vorne stehen, alle zum Start. Wir verschiedenste Brutkarten haben, diesmal nicht nur eine, sondern eine hier, eine dort und eine hier drüben. Und wir haben 2 Gewölbe, nicht nur eins, aber das gelbe und das lilane, rosane, wie auch immer. Der Eingang hierfür ist einmal hier, hier und hier für gelb und nochmal hier für lila. So. Also wir werden so gehen, hier durch, nach da hin. Wenn wir sehen, wir laufen, das wird sich auch ein bisschen zeigen, wo die Monster herkommen. Stimmt. Wir haben verschiedene Eingänge wieder und verschiedene Marker. Die Marker geben wieder 5 Erfahrungspunkte. Es gibt diesmal Sonderwaffen in den Gewölben zu finden, die sind sehr stark und mächtig. Ja, und unser Ziel hat der Olli gerade vorgelesen, einmal den Totenschwörer töten und einmal das Monster töten. Ne? Und alle Ziele aufnehmen. So, ja. Müssen wir dann irgendwo stehen? Nee, das ist dann einfach dann erledigt. Ne? Das ist erledigt, genau, ja. Richtig. Das und es müssen nicht einmal... Einmal das der Totenbeschwörer und einmal das Monstrum. Das ist schon recht mächtig. Genau, und dann Sonderregel. Irgendwo ist ein blaues Ziel reingemischt. Die Jungs wissen es nicht, ich auch nicht. Wenn wir das aufdecken, dann ist das sofort der Totenbeschwörer. Und wenn der schon am Spielfeld ist, dann ist es das Monstrum. Okay, so wir beide schon. Und wenn da sind, bewegen. Dann passiert nichts. Wahrscheinlich bewegen, oder? Nee, okay. Passiert nichts. Steht extra da. Okay. Okay, gut. Ich habe heute die Ehre, Nelly ins Spielfeld zu führen. Das ist übrigens nebenan mein Lieblingscharakter. Und der Fette, Samson. Der Mann mit der goldenen Rüstung. Daniel, wen hast du? Ich habe den Magier. Baldrick. Und die verrückte Nonne. Oh, mein Lieblingscharakter. Genau. Ich habe dann die anderen restlichen beiden. Einmal den Glovis. Einmal den Silas, der absolute Schnetzler. Und ja, werden wir sehen, wie das Team sich durchschlagen wird hier. Perfekt, die haben uns auch schon eine Taktik überlegt. Und zwar, es ist immer gut, einen großen Raum zuerst zu öffnen. Das heißt, wir werden mit einem der großen Räume starten und dann würde ich einfach mal schon im Vorfeld empfehlen, dass wir mit dem starten. Was haltet ihr davon? Wollen wir den Eingang oder den Eingang nehmen? Ich würde, glaube ich, diesen Eingang nehmen, wer näher ist und weiter weg von der Boot. Einfach schon? Boah, viel auf, einfach mal los. Ne? Gut, dann würde ich vorschlagen, du fängst an, Daniel. Nee, du hattest die... Nee, du hast das Startplättchen. Ach so, gut. Fängt ja. Daniel an. Ich kann mit... der an... Ja. Eins, zwei, drei gehen. Eins, zwei, drei. Genau, das können alle, so ungefähr. Ja, mehr kann ich nicht tun, gut. Eigentlich. Und mit ihmchen hier, mit dem Baldrick, kann ich das gleiche machen. Genau. Und ja. Genau, das sieht sehr ähnlich bei mir aus, deswegen ziehe ich einfach mal hinterher. Sehr langweilige Runde. Das ziehen wir weiter. Ich muss sagen, sie hat jetzt noch eine Aktion übrig, ne?
Eine freie Bewegungsaktion? Ja, nee, wir haben auch nicht noch versuchen aufzumachen. Nee, das machen wir nicht. Könnte aber gefährlich werden. Ja, das lassen wir lieber. Genau. Damit geht der Bewegungsaktion zu mir und wir haben Bruten jetzt. Genau, wir fangen immer hier an, habe ich gerade beschlossen. Okay. Die erste Brut ist keine extra Aktivierung. Das ist gut. Ihr seht also nichts. Das zweite, was wir haben, ist nichts zu sehen. Oh, auch genial. Aber das heißt, es wird immer schlimmer später. Ja. Und das ist auch nichts zu sehen. Das war Glück. Das ist in dieser Runde nichts passiert. Das könnte aber später nur noch schlimmer werden. Dort, Globus mit dem Hammer. Globus mit dem Hammer. Und mit einer 4 plus drauf. Nein, erste Aktion. Zweite Aktion öffnet sich. Dann geht's jetzt richtig volle Kanne los. Genau, jetzt sind wir schon ein bisschen Kärtchen hier. Ja, fangen wir mal hier hinten an, Daniel. Da? Da fangen wir an. Kurz. Ein Fettbrocken. Direkt ein Fettbrocken. Da hinten. Nächster Raum. Ja. Ein Schlurfer. Ein Schlurfer, jawohl. Der hier. Ein Läufer. Ja. Dieser Raum hier. Zwei Schlurfer. Dieser Raum hier. Nichts zu sehen. Dieser Raum hier. Ein Schlurfer. Nächster dieser Raum. Ein Schlurfer. Gut, dieser Raum hier. Welche, muss ich sagen. Ein Fettbrocken. Oh. Und der Raum? Ein Schlurfer. Oh, wir sind so gut weggekommen bisher. Das ist richtig gut. Das ist richtig übel am Ende. Ja gut, in der ersten Phase ist immer meistens nicht so viel. Gut, Globus hat jetzt 2 verbraucht. Genau, und könnte nur noch reingehen. Der sollte auf jeden Fall reingehen. Ja, den machen wir schon platt da. Der muss leider meine letzte Aktion nicht zum Tausch der Waffe nehme. Und an Nelly geben. Genau. Gib mal an Nelly die Waffe. Wir stehen schon gerade zusammen. Ja, dann also kriegst du den. Schwerter, wenn ich das was hab. Und das war die letzte Aktion, es ist Silas dran. Silas schießt rein. Jawohl. Trifft auf die 2 plus. Ja. Tötet den. Eine Aktion, zweite Aktion ist reingehen und suchen. Schießen auf ach so, den. Ja. Und nein. Tötet nicht. Das war hier. Gut, du hast jetzt einen Erfahrungspunkt gemacht. Gut, suchen wir. Wir sind gut. Nelly. Ja, genau. Kostenlos rein und draufhauen. Nein. Tot. Mhm. Ein Erfahrungspunkt. Gut. Die holt sich dann nachher gleich das. Oder wir könnten. Weißt du was? Samsung holt sich das Ziel. 1, 2, aufheben. Bah, 5 Erfahrungspunkte für uns. Blaues drunter? Nein, nichts Blaues drunter. Gut. Gut. Ist noch der Daniel dran? Daniel. Ich. Du kannst mit Baldrick reingehen, kostenlos reinschießen. Bringt mir was. Oder? Okay. Oder du gehst mit An rein. Warte mal, du kannst ja An zuerst aktivieren, wenn du möchtest. Du kannst einen reingehen und dann kannst du reingehen und sprinten gleichzeitig. Das ist so eine Fähigkeit. Was bringt mir das Sprinten? Das also kannst du alle bewegen und sofort zuschlagen. Richtig. Okay. Aber. Aber vielleicht ist es sinnvoller zu schießen zuerst. Ja, du magst schießen. Gut. Kostenfrei schießen. Kostenfrei schießen. Jo, der ist tot. Ein Erfahrungspunkt. Jo. Und du willst, kannst du noch einmal weitergehen und nochmal versuchen zu schießen. Genau, richtig. Das wäre gut. Ja, ja. Schießt du nochmal? Sicher noch. Letzte Aktion. Ah, fast. Gut. Gut. Der, die An darf... 1, 2 suchen. Oder aufheben. Aufheben, gut. Ich habe auch schon Totten geschaut. Aber wir sollten langsam suchen. Genau. Komm, such mal. Das macht mehr Sinn. Ich habe trotzdem einen. Also ich habe Pökelfleisch gekriegt, darum habe ich ein Leben oder einen Erfahrungspunkt dazu gekriegt. Gut. Gut. Last Man. Ja. Das war's. Zombiebrut. So, okay. Also ein bisschen weiter. Genau, also die bewegen sich jetzt hier alle. 1, 2, 3, 4. Eins langsam und der darf noch ein zweites Mal gehen. Gut. Gut. Fangen wir hier mit der Brut an. Jo. Da kommt der Totenbeschwörer. Oh. Damit zeugt er automatisch ein eigenes Plättchen, nämlich das Zombie-Plättchen, also das Totenschlauer-Plättchen. Ja. Und erzeugt automatisch eine eigene Brut, die jetzt dann direkt ziehen. Das ist nämlich ein Fettbrocken. Dann gehen wir weiter mit der Brut. Das nächste Plättchen ist hinten. Das erzeugt eine doppelte Brut für das nächste Plättchen. Das ist hier. Und da haben wir direkt 2 Karten. Das ist einmal das Monstrum.
Und einmal der Totenbeschwörer, der sich dann direkt noch einmal bewegen darf. Gut. Warum soll es auch einfacher werden? Genau, jetzt haben wir direkt Totenbeschwörer-Monster auf dem Feld stehen. Das ist das, was ich meinte. Die schlimmen Karten kommen jetzt noch. Monster haben wir? Ja. Oh! Was haben Sie denn das Monster gezogen? Hab ich jetzt aufgepasst? Achtung, Kacke! Das heißt, wir müssen jetzt intensiv suchen, ja, um entweder Fähigkeiten oder die Drachengalle zu finden. Ganz wichtig ist, dass wir den möglichst schnell töten hier. Weil dann haben wir das zweite Plättchen. Wer ist denn dran? Ich fange an. Genau. Der Olli ist jetzt erstmal dran. Also ich suche mal. Pückelfleisch. Trinkt mich jetzt nicht voran. Habt ihr da auch mal richtig durchgemischt, oder? Eins. Das ist mein Erleben. Zwei, und dann darf ich nochmal draufhauen. Machst du richtig? Tot. Veranstaltet. Gott. Samson. Mhm. Schwächlich wie er ist, such doch mal. Er braucht irgendwas massenhaft Pfeile. Nicht weiter. Bringt mich nicht weiter. Gebe ich weiter und tausche die massenhaft Pfeile zu Glovis, weil der kann die brauchen. Silas, sorry, verzeih. Gut, damit ist der Daniel dran. Nee, nicht zur nächsten Runde. Ja. Erstmal bist du dran. Ja, Baldrick. Baldrick kann hier rüberschießen und ordentlich töten. Erster Schuss? Erster kostenloser Schuss? Ich muss den nicht vertreiben oder so? Nein. Kann ich auch nicht einmal schießen. Eins. Kippe. Du musst dein Ding noch wieder ordentlich bekommen. Drei. Zwei. Also die erste Aktion. Erste Aktion? Das erste? Zwei kannst du noch. Zweimal kannst du noch schießen, wenn du willst. Zwei. Ja, aber ich suche jetzt. Gut. Das ist gut. Das ist gut. Aber vergiss nicht die zwei Erfahrungspunkte. Das ist ein Schwert. Das ist schon mal gut. Das ist gut. Schwert ist gut. Schwert ist gut. So. Gut. Dann kann jetzt die an. Das ist Special Attacke. Special Attacke von An. Eins. Mit einem 4 plus. Ein Würfel. Das war eine Aktion und ist tot. Das kannst du nochmal machen, wenn du willst. Ah, das ist ein Fettbaum vielleicht, aber ja. Ja, machen wir schon platt nächste Runde. Nein, nein, nicht. Steht aber im Raum, hat dann noch eine Aktion. Kann nochmal laufen. Achso, ich habe automatisch nicht gegangen. Ja, stimmt. Top. Sehr gut. Zwei Punkte für Anne. An. Gut. Dann lasst ihr nichts für den Silas übrig. Ja. Gut. Ganz top. Nee. Genau, Silas macht. 1, 2, 3. Nee, der Silas übernimmt eine andere Aufgabe. Ist nämlich gut am Schießen. Der sucht erstmal. Findet einen Monster. Zombie? Wolltest du nicht? Nee, das wollte ich nicht. Tötet er das Monster hoffentlich? Ja, ich treffe auf 2 plus. Ja. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt meine eigene schade. Oh, mach's noch Pfeile, Daniel. Mach's noch Pfeile, du kannst wiederholen. Ich wiederhole nur drauf, ja, das ist wichtig. 6! Hat er 6. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich gesucht und geschossen. Ja. Und bewege mich jetzt nochmal raus. Der macht sich auf den Weg und tötet den Puppen. Ja, und du bist Erfahrung. Das ist wichtig. Dann ist noch Globus dran. Der macht doch aktuell recht wenig. Der geht jetzt ran und sucht einmal. Ich hoffe, der findet was Schönes. Ohne Armbrust. Ich kann zumindest Fettbrocken töten. Das ist doch schon mal schön. Und er geht nochmal einen weiter, um sich den Fettbrocken dann auch gleich noch zu holen. Macht das Sinn? Kann Sinn machen. Es macht sonst keiner. Oder ich gehe wieder raus und ich ziehe mit dem Silas und Globus zusammen los und die erledigen die beiden. Ja, das ist mein Team. Die machen das jetzt. Tech Team. Gut, dann Zombies. Der geht hier rein. Eins. Das wird der Fettbrocken. Gott, dann fangen wir hier an. Gut. Dann fangen wir mal an. Alter, schön, du hast recht, ja. So. Wir haben keine Extra-Aktivierung. Der Totenbeschwörer. Dann haben wir keine Extra-Aktivierung. Das ist gut heute. Wir haben drei Schlurfe. Drei Schlurfe, Gott. Erstmal. Und wir haben einen Schlurfe. Das war okay. Gut. Da kann man mit leben. So, Daniel, du fängst an, oder? Nee, der Daniel. Ne? Ich, ja. Du fängst an. Ich kann die falsch liegen, wenn ich sage, Daniel, du fängst an. Außer du fängst an. Ja, dann Löffel liegen dabei. Wo bin ich denn da? Ich kann nichts machen mit der An. Du kannst zwei Aktionen nutzen, um rauszugehen und das Ding aufheben. Bist aber dann in der nächsten Stufe. Aber dann ist nee, das geht sich nicht aus. Sie kann zwei Aktionen hier reingehen und das aufheben. Ja, weiß nicht, ob ich das machen würde.
Sind da einige noch ganz schwach? Ja. Lovis zum Beispiel. Genau, das ist aber nicht. Das Gewölbe zu öffnen. Ich kann da aus dem Raum hier rausgehen und hier suchen. Ja, das machen wir. Aber das würde ich lieber da machen. Du bist schon mal neben dem Gewölbe und kannst es nachher in der Wohnung suchen. Ja, okay. Richtig. Und da geht auch keiner dann hin. Von denen. Ja. Oder wo mehr Lärm ist. Ich habe eine Armbrust gefunden. Also eine Repetrier-Armbrust. Gut. Ja, die können jetzt erstmal tun. Nee. Mein Zauberer, wo ist er denn? Da, der kann auch nichts machen, der kann. Könnte aufheben, aber wäre auch in der nächsten Stufe. Ja. Ja. Aber das landen wir wahrscheinlich mit dem jetzt, also von daher. Komm dann hier auf. Obwohl, das wäre vielleicht sinnvoll, wenn er hier aufhebt, weil der hat noch gar nichts. Da bist, also du wolltest mit dem Tech-Team spielen? Ich spiele jetzt Tech-Team mit dem. Gott. Der holt sich vielleicht die Fettbocken an. Da. Gut. Dann heb du auf, ist doch egal. Dann kriege ich da 5 Punkte, dann bin ich bei 8. Und wir kriegen gleich richtig. Oh! Der Totenbeschwörer. Also, er zieht beide da, passiert nichts. Kriegt er keine Exzerte? Nein, keine Exzerte. Ja, kriegst du auf 5 Erfahrung. Genau. Ich kann aber trotzdem mal suchen dann im Raum, oder? Kannst du ja. Weil eine zusätzliche Aktion hast du jetzt, ja. Einmal Bolzen. Du kriegst jetzt eine Aktion dazu? Das auch noch. Hast jetzt noch 2 übrig. Kann ich den nächsten Raum und da auch nochmal suchen? Nein, suchen zweimal. Im gleichen Raum dachte ich. Nee, nein, du kannst zurückgeben und dein Schwert an Samson weitergeben und dafür das Kurzschwert nehmen, weil der kann die Waffe gut gebrauchen. Du kannst dein Kurzschwert sogar auch in der Mitte ausrüsten, ohne einen Platz zu finden. Genau. Gut. Das ist so ungefähr wie Gandalf. Der kann auch sein Warte Schwert. Mal ganz kurz, ich glaube, der kann nur ein Schwert hier ausrüsten, kein Kurzschwert. Nee, der kann nur ein Schwert hier ausrüsten. Ich habe ein Kategorie-Schwert gemeint. Nee, nee, das sind solche Waffen. Ja. Okay. Ja, wenn du das dir auch. Also, das hätte ich da behalten können. Genau, aber der Samson braucht eine bessere Waffe. Kurzschwert ist kacke. Ja. Guck mich an. Ja, du bist dran, Daniel. Ja, das Tech-Team bereitet sich vor, macht 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gut. Nelly. 1 kostenlos, ihre Fähigkeit. 2, also 1. Erster Hammer. Tot? Eine Erfahrung. Eine Erfahrungspunkt. Wie lange jetzt noch? Du bist zwei hast du gemacht. Kostenlos? Ja. Rein, eins, schlagen, dann suche ich. Ja. Wasser. Erfahrungspunkt. Das heißt, ich habe jetzt 5. Ja? Das ist doch ein Bewegung. Gut, Samson. Kannst du nächste Runde aufheben? Das ist schon einmal. Nee, ich habe keine mehr. Mehr. Ich habe keine mehr. Kostenlos bewegen. Ja. Rein, schlagen, zweite. Achso, das sind 3. Genau. Ja, hast recht. Freu. Daniel, der alte Fudler. So, was machen die Kollegen jetzt hier? Keine Ahnung, was ich mit Samson sucht mal. Boah, so ein Zombie, ey. Blöder Zombie. Muss er den wohl töten, ne? Ja, muss er direkt draufhauen. 2 Würfel. Tot. Tot, kriegt er 2 Erfahrungspunkte insgesamt. Ne, einen. Einen. Kann noch einen weitergehen. Und, ich weiß nicht, ob es Sinn macht, da noch weiterhin zu gehen. Die beiden machen das wahrscheinlich alleine. Weil die werden nicht mehr als. Die werden nicht von hinten hier rausgehen. Oder? Nee, das macht keinen Sinn. Ich glaube, ich gehe jetzt nicht mal hier raus, oder? Und guck mal, das passt besser. Der stellt sich vielleicht den Weg. Ne? Ja, dann steht halt hier weg. Ich möchte ja, dass die eine Sichtlinie haben. Ja. Die sollen ja besser. Gut. Gut. Ja, das war die Runde. Ja. Das heißt, wir bewegen sich alle ein Feld. Ja. Und wir ziehen erneut Zombie-Karten. Das wäre einmal hier vorne. Ist das ein Läufer? Oder sind wir in der nächsten Stufe? Ja, ja, wir sind schon in der nächsten Stufe. Also wir 3 Schlurfer haben, ne? 3 Schlurfer, ja. Haben da drüben einen Läufer. Ne, das wäre hier, sorry. Das wäre die zweite Karte. Wir haben einmal einen Totenschauer, der steht also jetzt mitten hier drin. Sehr gut. Und wir haben doppelte Boot da. Das heißt, Zeugen mit da. Ja. Das ist einmal 2 Schlurfer und nochmal der Totenschwörer. Der schlägt also einmal drauf. Das ist schlecht. Aber kann man nichts tun. Das ist so, ja. Wer nimmt das? Ja. Ich würde sagen, der Silas, der Silas. Schlägt. Gott. Das schon. Ja. Läuft nicht so gut da hinten. Ne, das stimmt. Du darfst anfangen. Ja, ich darf anfangen, das Starterblitzchen. Komm, der Silas, der. Ja, aber lass den Kürbis drauf haben, ne?
Ich weiß, der Doris braucht seine Schüsse. Obwohl, der kann noch tauschen dann. Ja, okay. Nee, lass ihn, nee, fang mit Silas an, schieß und dann versuch hier reinzugehen. Der kann nicht schießen. Weil er im gleichen Feld steht. Ja, aber ich hau mit dem Globus jetzt mal drauf. Gott. Du hast zwei Würfel. Nee. Doch, Globus hat immer zwei Würfel. Okay. Nix. Ja. Eins. Zwei. So, erstes Missionsziel erfüllt. Wir haben einen. Genau, welches Plättchen nehmen wir denn jetzt? Ich würde dieses hier wegnehmen. Habe ich auch gedacht. Gott. Das waren jetzt zwei Aktionen. Ja. Und die dritte ist, ich tausche mit dem Silas. Genau. Wir können aber auch alternativ die hier wegnehmen. Ich würde die gerne so vergessen. Gut, passt. Okay. Zweite Aktion, die weitere Aktion ist, er geht hier hin und schießt. Zwei Würfel. Tot. Hast du den Erfahrungspunkt gegeben? Sorry, habe ich vergessen. Ja. Hat er einen bekommen durch den toten Schuss, er kriegt jetzt auch einen. Und ja, ich gehe erstmal nicht weiter, weil hier nämlich ein Läufer steht. Und der macht mir Angst. Kannst du die Tür schlagen? Nein, ich habe leider keine Waffe zum Tür schlagen. So. Und mit ihmchen? Der hat schon sich schon komplett seine Aktion verbraucht. Gut, Nelly geht hier rein, hebt das auf, springt damit in die nächste Phase. Zack. Das war eine sucht, Bewegung. Und, ja. Sucht, holt sich einen Dolch, sehr gut. Den kann ich sogar hier aufnehmen, wenn ich möchte. Mhm. Und das war freie Bewegung. Aufheben war das erste. Das sind nur drei Aktionen. Gesucht war das zweite. Ja. Drittes und draufhauen. Zwei Würfel. Nein. Auf. Ist geöffnet. Das ist dieser Gewölbe da drüben geöffnet? Jo, genau, da holen wir uns gerne eine schöne Waffe. Samson ist dran. Oh, ja. Samson ist dran. Ja. Könnt jetzt auf Risiko gehen. Wiederholen? Ja, komm, oder? Eins, zwei. Zwei. Ein Toter. Drei, das heißt, ich springe in die nächste Phase. Das heißt, ich darf noch zweimal draufhauen. Scheiße. Krieg zwei Schadenspunkte gleich. Kacke. Der hat ja eine Haut. Eisenhaut. Ja, es sei denn, der Ball kommt und hilft mir. Das können wir auch machen. Genau. Wenn er daneben schießt. Ja, dann kann ich immer noch mit der. Ja, mach ich einfach. Eins, zwei. Kostenlos schießen. Komm. Wenn du jetzt daneben triffst. Ja, dann ist das so. Dann tötest du mich. Das wäre jetzt für dich sehr lustig, wenn der jetzt abnimmt. Also, wenn ich jetzt eine Eins würfel, kriegt der einen Schaden. Ja, dann kann ich noch versuchen zu safen. Also, ein, zwei oder drei würfel. Ja. Das sind 3, 4 oder 5. Also 4, 5 oder 6 schon. Scheiße. Ja, sonst kriegst du Schaden. Kann das verteidigen? Ah, mein Stück tanzt ganz kurz. Scheiße. Dann Schaden kommt. Oh, nochmal schießen. Ja, ja. Angela. Ja. Ja, sehr gut. Ein Toter. Und das war's. Ja, ich werde jetzt nichts mehr machen, weil sonst gipfelt der Sand schon hier wirklich ab. Und die an, die kann durch das Gewölbe hier reingehen? Ne, die gehe ich hier rein. Ah, kann hier aufheben. Ja, kriegt eine geile Waffe. Oh, Inferno, sehr stark. Sollte es auch ausrüsten. Ist mega stark, Inferno. Auf jeden Fall besser als alles, was du in der Hand hast. Das wird nicht die Tür öffnen. Nee, würde ich auch nicht machen. Ich habe doch jetzt hier Kampfzauber. Inferno. Vor allem kannst du ganz ehrlich schießen. Ja. Nee, aber sie kann ruhig die Tür öffnen. Und es hat gut halt. Ja. Ja, aber dann haben wir das hier schon mal. Ja, versuch mal. Ja, komm, mach mal die Wut auf. Die Tür? Ja. Mal überlegen, ich kürze. Das war unsere Runde, ne? Jo. Dann bewegen sich erstmal alle Zombies. Ja. Die bewegt sich, die bewegen sich, der bewegt sich. Er hat doppelt. Da rennt ein Hobbit genau, mitten ins Bild. Der hat eine Sichtlinie. Ja. Und der schlägt zu. Genau. Komm, Samson. Ja, halt die L6. Verteidigt. Wir haben jetzt Bruten. Bruten, ja. Eins, zwei, drei. Der ist gut hier. Ja. Totenschwör. Schon wieder? Ja.
Daniel, was machst du denn? Ja. Du würfelst, du ziehst schlecht. Wir brauchen noch eine Totenschleuderkarte. Die Totenschleuderkarte selbst wird aktiviert und erzeugt zwei Schlurfer. Die Karte daneben erzeugt eine doppelte Brut für die Karte da drüben. Und die bekommt einmal der drei Schlurfer und ein Fettbrocken. Ja, das war die ganze Aktion. Wir haben so ein gewisses Problem, Monster. Genau, der Olli ist jetzt dran. Ich würde sagen, wir sind irgendwie ein bisschen eingekesselt. Ja, das... Das ist natürlich, ne? Wir haben momentan echt ein Problem. Bist du... Ja, du bist dran, ja. Der Erste. Du kannst töten, rübergehen und Tür öffnen. Aber dann ziehst du gleich mit dem Monster. Ja, wir müssen aber weg von dem Monster. Ja. Ja gut, du kannst noch die Tür nehmen. Oder die. Ja. Oder die. Komm, ich komm mal drauf. Tot. Samson? Das musst du ja sowieso. Eins. Eine Aktion. Zwei. Ah, du hast ja sogar eine kostenlos. Ja, ich schau da drauf. Geöffnet. Und dann gehst du da durch. Dann kannst du eine zu oder eine zwei. Richtig. Zack. So, Nelly. Wo ist denn meine... Ach, das ist meine. Eine Möglichkeit wäre, dass ich von hinten rein... aufräume. Ja. Wobei, ich stehe da mitten. Such mal mit ihm, wir brauchen mit ihm. Ja, wir brauchen die Gatte. Ja, gut, ich such mal mit Nelly, ja, das ist gut. Eine Axt, okay. Da kann ich automatisch Türen öffnen. Willst du dann nach hier hingehen? Ja, wir können, was wir machen können, ist dann mit denen hier alle drüber laufen, dann sind wir alle wieder konsolidiert hier. Das ist auch eine Möglichkeit. Also, der kommt genau durch und sucht, öffnet die Tür automatisch. Genau. Automatisch mit der Axt. Das war jetzt. Freie Bewegung. Ja. Ich öffne automatisch die Türe. Das war die Sektion 2. Brut. Zwei Fettbomben. Das nahm er ja. Und durch. Du hast zwei Aktionen bisher verbraucht. Ja. Das heißt, ich habe noch... Reingehen und schlagen kannst du nur noch. Aber ich habe noch eine freie Bewegung, oder? Nein, die hast du gemacht. Du hast gesucht, freie Bewegung und aufgemacht. Da müsste ich zwar vier würfeln, sonst kriege ich Schaden. Nee, das riskiere ich nicht. Ja, lass die erstmal kommen. Außerdem gleich eine Fettbrocken aktivieren. Du kannst aber. Ich habe ja noch eine Aktion. Ich tausche mit an. Und gebe ihr Hammer und Dolch. Gib mir dafür das Kurzschwert. Ach, du hast hier Inferno. Ja. Ja, wunderbar. Und gehst du mit Inferno da rein? Vergiss das. Gib mir das zurück, der. Gehst du mit Inferno rein? Die ist ja mega ausgerüstet hier. Aber du sollst nicht in den Raum stehen. Ja, umso besser gehst du rein und schießt den Inferno auf die. Bin ich jetzt schon dran, oder? Ja, ich bin fertig. Ich bin fertig, oder? Ja. Du hast gesucht. Ja, ich kann nicht mehr tun. Geh rein und hau mal richtig drauf dann. Mit vier Würfeln. Ja. Auf die 4 plus. Auf 1. 2, schon 2 tote. 2 tote Fettbrocken, 2 Erfahrungspunkte und dann hebt gleich das Ziel auf. Dann springst du in die nächste Runde. Und kannst du noch suchen. Kannst du noch suchen, ganz genau. Gibt's das Ziel auf hier? Ja. Dann kriegst du noch Erfahrung. Ja. Bis in der nächsten Stufe. So powert man an auf. Und. So. Nächste Stufe und kannst du auch so. Und ich habe eine Rüstung. Sehr gut. Rüstung ist immer gut. Rüstung ist immer gut. Kann ich so nicht probieren? Ja, genau. Kannst du rüsten. Ja. Rüstung kann man immer dahin tun. Nur Dolch. In dem Fall kannst du extra machen. Gut. Jetzt ja. Kann ich auf 5 plus nicht verteidigen, wenn ich auf 6 plus. Also, eine 5 haben. Was? Für eine Verteidigung musst du jetzt eine 5 haben. Nee, du kannst ohne Rüstung gar nicht verteidigen. Die Einzige, die verteidigen kann, wirklich, ist Samson. Ohne Rüstung. Achso. Die anderen können gar nicht verteidigen. Okay. Gut. Baldrick. Kann er jetzt irgendwas gegen ihn ausrichten? Ja, der Fettwort hat Priorität hier, ne? Ja. Oder? Ja. Okay, dann heißt, er kann gar nichts machen dann. Dann sollte er einfach mal abhauen. Ja. Okay. Also so. Ja. 2 und so. 3 und so. Du kriegst hier auch eine Rüstung. Ja, Rüstung ist gut. Gut. Alle, du bist dran. Ja. Der Silas, der muss jetzt alles wieder richten hier. Der Silas schießt. Ja. Was schießt er denn jetzt?
Jetzt schießt du mal mit dem Kurzbogen auf 1 und dann kannst du auf 2 Felder weit schießen, ne? Ja, jetzt mal einen Pfeiler ein. Du Minimalist. Gut. Und dann schießt du darüber, oder? Dann habe ich genau 2 weit kann ich schießen. Auf die 3 plus. Ja. Ach, schön. Insgesamt 3 Punkte gemacht, sehr gut. Nee, ich habe schon einen gegeben. Ja, aber insgesamt 3. Genau. Leider nicht in die nächste Stufe. Hab noch eine Aktion übrig, aber. Lässt du stehen. Gut. Ich lade einfach mal nach. So, dann ist der Globus dran. Ich glaube, der Globus macht für dich schon mal die Tür auf, oder? Ja. Ist das gut? Ja, oder die Tür. Ja, dann kriegen wir schon mal neue Booten wieder her. Der ist schon so viel. Nee. Ich hab da jetzt keinen Bock drauf. Nee, dann komm, wir machen die Tür auf. Das ist eine gute Sache. 1 und der versucht die Tür zu öffnen. Hat's einen Würfel. Zweiter Tür und hat die auf. Tada. Gut. Gut. Dadurch habe ich nicht auch eine Sichtlinie erzeugt. Gut. Das waren die Roten, ne? Ja, das heißt, jetzt kommen die Zombies dran. Das sind. Alle Sicht. Zack. Zack, zack. Ja. Gut, jetzt kommen die 4 Roten. Ja, okay. 3 von da. Erste. Ein 4 Schlurfe. Aber das Monstrum. Das ist natürlich scheiße. Das lasse ich jetzt jo bewegen. 3 Schlurfer. Nochmal hier. Die letzte Aktion da hinten, hoffe ich doch. Doppelte Brot. 4 Schlurfer. Kann man kann, doch, wir haben noch genug Schlurfer da drin. Genau. Müssen wir jetzt noch rausfahren, ja, aus der Packung. 3 Stück brauchen wir, ne? Aufpassen! Zombie-Management, ganz wichtig, wenn man nicht genug Schlurfer hat. Dann kriegen die eine doppelte. Also wir müssen jetzt anfangen, damit die Schlurfer zu töten. Genau. Das ist ganz wichtig. Oh, da ist auch nochmal einer. Ja. Gut. Nein, nein, Backup. Starterplätzchen hat es Oliver, das heißt, der Daniel ist dran. Genau. Mit Daniel liegt man hier. Immer richtig. Immer. Ja, immer. Gut, dann. Wo bin ich bei dir? Ja, suchen. Wir brauchen unbedingt Drachengalle. Wir müssen das Monster töten. Oder Vertreibung erstmal. Suchen. Absolute Vorhang. Feuerball. Bringt das jetzt gerade nicht viel? Ja, ich kann. Nee, Inferno ist der beste Zauberspruch, den es gibt. Gut, aber ich kann hier drauf schießen. Nein. Die Priorität steht aus Nutzen. Nee, nee, das ist schon der Schlurfer, aber du triffst, wenn du daneben schießt, den Globus. Okay. Bleib ich da. Du kannst schießen. Reingehen. Nee, kannst du nicht. Dann kannst du nicht mehr raus. Richtig, genau. Eine Aktion habe ich, zweite. Du kannst also rausgehen wieder. Komm, klappt das? Ja, also er hat eine zum Suchen, reingehen, zweite Aktion, hat noch 2 übrig. Ne, es sind 2 in zum Sinn. Ja, ja, geht nicht. Ja, nee, ich habe gleich ein Problem, der Globus kann noch nicht, der kann nicht flüchten. Gut, aber und er hier? Eins. Ich soll ja nicht hier die Tür aufmachen oder sowas. Würde ich jetzt nicht machen. Ah, ja, ich gehe hier. 2, 3. So, und suchen. Jo. Totschlag. Todesschlag. Ja. Ja. Kann ich hier für die Mana-Explosion? Ja, genau. Einsetzen. Auch nur einen Würfel, aber dafür 2 Leben. Ja, dann bin ich fertig. Silas schießt erstmal. Kannst du im Tode. Kannst du da drüber schießen? Ja, da will ich. Der hier. Aber die Priorität liegt auf den, ne? Achso. Ja, dann schießen wir zuerst auf die hier. Und welche denn? Und kurz. Wenn ich noch einen töte, kriege ich schon mal nächste Stufe. Ja, dann schießen wir mal kurz vor die erste ein. Die Frage ist, ob ich den töte, damit er flüchten kann. Kann er sowieso. Kannst du 2 verhindern? Ja, der kann ja selber drauf, noch drauf machen. Ja, er muss aber schaffen und dann kann er erst flüchten. Wenn er es nicht schafft, dann verloren. Ja, 2 Würfel schafft er schon. Okay. Ich schieße jetzt mal hier vorne. Erste Tote. Jetzt kann ich. Habe ich noch. Noch 3 Aktionen? Genau, 3 Aktionen. Und da schießen wir 2-mal. Also eben hier hin. Auf die 3 Plus. Jo. Einer tot. Lade dann nach und schieß nochmal rein. Komm jetzt, beide. Komm. 2, 3. Ah!
Sams, also. Globus. Der Globus haut drauf. Ja, kommt. Der muss jetzt die 4 plus schaffen. Ja, der ist tot. Und nutzt jetzt 2 Aktionen, um rauszukommen. Erfahrungspunkt kriegen. Mhm. Ich weiß, wo er hingeht. Geh rein und ist dann bei den ganzen. Bin mir nicht sicher. Sehr geil. Wenn er da hingeht, kommt das Monster auch nach. Ich frage, was er jetzt dann gleich macht. Du fängst an. Nächste Runde. Ja, okay. Also es kann dann keiner von uns. Gott, ich bin da. Sie geht rauf, sucht, findet ein Breitschwert, das ist gut. Hilft uns das nicht, oder? Wenn er nach da gegangen wäre. Nein, aber hätten wir dann aussuchen können, wo das Monster. Also das Monster wäre ja hinterhergelaufen, aber das hätte dann ja einen von uns drei angegriffen. Schlägt mit der Axt die Tür hier ein. Das heißt, wir können hier auch raus. Weißt du, ich hab ja Rüstung auf beiden. Die geht eh nicht, wenn das, weil du 3 siehst. Richtig. Ah, okay. Und kann jetzt natürlich noch ein Feld bewegen, oder? Ja. Dann geht's hier hin. Ja, ich weiß nicht, was wir machen sollten. Jetzt sind wir da 2, hier 2. Lärm, 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 Lärm. Ich habe hier einmal zugeschlagen, Lärm. Und ihr habt, glaube ich, keinen Lärm erzeugt drin, ne? Doch, die Tür, ja. Ich habe die Tür geöffnet, genau. Okay. Einmal oder zweimal? Einmal. Bogenschießen erzeugt ja keinen Lärm, oder? Nee, Bogenschießen erzeugt keinen Lärm. Nee, dann geht der jetzt auf jeden Fall da rein. Okay. Ja, wir müssen auf jeden Fall... Das heißt, er geht auf jeden Fall rein und sammelt uns noch dran? Ja, der muss suchen. Nee, der muss... Wir haben noch nichts, um das Monster zu töten. Schwert. Wunderbar. Der hat jetzt hier 2 Schwerter. Das ist ziemlich geil. Aber du kannst trotzdem weglaufen. Ich weiß immer nichts, so müsste die kommen hier, dann macht die alle Platz. Ja, aber ich kann den nicht töten. Gut, dann ignorierst du den halt im Nacken. Ja, aber der. Ja. Ich versuche zu euch zu kommen. Ja, der kann halt lieber hier. Okay, war der. 2, 3. Kannst du noch rangehen, 4. Der geht in den Raum. Genau, er geht in den Raum rein. Dann sind wir jetzt mal wieder alle vereint hier. Gut, dann aktiviert jetzt jeder sich. Ja. Geht vor, das Monster geht da rein. Nimm alle Klangenplättchen mal weg. So, das nächste Runde mal aktiv diese Klangenplättchen nutzen. Jetzt wird es gerade komplex, ja? Ja. Wir machen Buden. Ja. Erste hier, ein Fettbrocken. Nächste ist eine doppelte Wut für das nächste Plättchen. Ja. Ups, das sind 2 Fettbrocken und ein Läufer. Wir müssen jetzt anfangen, den Zombies zu töten. Ganz dringend. Zombie-Management, ne? Jo, Zombie-Management. Und da hinten eine doppelte Rouge. Für hier wieder. Ja, schlecht. Einmal eine Extraktivierung für alle Standardläufer. Gut, das ist kein Problem. Eine Aktion, ne? Da gibt es keiner. Und nochmal eine doppelte Rouge. Aber eine Extraktivierung würde ja 2 Felder bedeuten, ne? Eine Aktivierung. Ja. Das heißt, die Aktivierung ist zu tun. Gut. Ein Fettbrocken und 3 Schlurfer. Ja, wir müssen das mal töten. Ja, unbedingt. Also jetzt muss es gekillt werden, was das Zeug hält. Ja, Starterpläschen hat der Olli jetzt in der Runde? Nein. Ich hab's dir gerade gegeben. Lass mir überlegen, da fange ich an. Genau, scheiß mal. Okay, jetzt ich töte einfach nur. Lass das Zeug jetzt Geld hier. Silas fängt einfach mal an und tötet jetzt einfach mal diesen scheiß Totenbeschwörer. Tot. Ja, so. Und dann schießt er hier rüber. Krieg ich noch einen Erfahrungspunkt? Genau. Dann kann er mit 2 Würfeln einfach mal hier reinschießen. Ja. So eine Tote. Nachladen? Nee, schießt die beiden einzeln noch weg, oder? Ja, aber da. Kannst du erkennen, immer. Dann nachladen und schießt nochmal. Nix. Schlecht geschossen da, ey. Na gut. Der Schuss. Aber nein. Ja, jetzt nehmen wir das Plätzchen hier weg vom Totenbeschwörer. Ja. Mit normales oder wie? Nee. Haben wir ja getötet. Gut, und dann geht der Globus ein V und haut jetzt mal eine Folge drauf. Erste Aktion, nix. Zweite, 2 Tote. Der ist noch im richtig schlechten Zustand, ne? Ja. Der kann ja gleich jemand. Hat der noch eine Aktion? Nein. Nein. Aber dann kann er gleich jemand. Genau, und dann machen wir das. Müssen auf Sie das aufpassen, er hat schon ein Leben verloren. Gut, wir müssen jetzt mal suchen. Ja,
Wer hat denn eigentlich den Hammer? Ich. Nee. Nelly hat den Hammer. Komm, wir machen die jetzt platt mit 1 kostenlos. 1, 2, 3. Ne, das ist zu ein riskanter Move, oder? Ja, oder das Haus tauscht mit dem. Mit dem Samsung. Ja, aber der kann ja auch nur. Der haut das ja auch nicht weg. Ich bin super bewaffnet, aber ich. Warte doch einfach, bis die kommen. Aber das bringt dich auch nicht, oder? Weißt du was? Wir machen 1 und rennen hier hin, dann kommen wir die nächste Runde hier rein. Die nächste Tür kriegst du da schon. Oh Gott, dann bleiben wir hier stehen. Du feige Nuss, ey. Wie ist das denn? Ja. Samsung kann es probieren, der hat. Weißt du was? Und ich gebe ihm noch den Hammer mit. Den Dolch, ne? Den Dolch, ja. So, und dann geht der Samsung da jetzt einfach mal rein und probiert das. Und macht 1, 2 und haut mal mit 4 Würfeln drauf. Das habe ich ja gut gewürfelt. Boah, das ist ein guter Wurf. Da sind alle 3 tot. Wechselt die Waffe. Hat aber keine Aktion mehr, oder? Doch, hat er noch eine. 1, 2 Zuschlag. Genau, und der ist aber, darf noch eine. Ach so. Waffenwechseln ist auch eine. Da steht er mit dem Fettbocken einfach. Aber nächste Runde kommt die Lieder wieder zu. Ja gut, das habe ich mich jetzt verkalkuliert. Das gehört auch dazu. Ja, dann... Ja, gut. Pech. Der hat schon Leben weniger. Ja. Da, das stimmt doch vielleicht. So. Jetzt hast du da oben die beiden Armen, die aktuell noch mit diesem Monstrum da in deinem Raum stehen. Du musst auf jeden Fall flüchten. Richtig. Und du musst, wir müssen suchen. Ja, da drüben kann er nicht suchen, weil das Monstrum drin steht. Ja, dann schicken wir die zwei hier rüber. Aber da kann ich auch nicht suchen. Doch, ja, öffnen das gleich. Richtig, genau. Und machen das hier platt mal. 1, 2, 3 und kaputt hauen. Ja. Nee, das geht nicht. Du brauchst 2, zum rauszugehen. Okay. Dann 3, 4. Genau. Kann ich denn da reingehen und suchen? Nein, Gewölbe kann man nicht suchen. Ja, dann da reingehen und suchen. Ja, aber wir wollten eigentlich versuchen, zusammen zu bleiben. Das sind ja die Ziele jetzt schon mal schaffen. Die Ziele sind, diese Marke hier aufzählen. Richtig. Das müssen wir jetzt gelbe Ding rein. Oder die Tür aufmachen, aber ich das jetzt machen würde. Dann haben wir ja beide Räume. Okay. Ja, wir können schon da direkt den Raum öffnen. Ja, versuchen wir auch zu öffnen. Aber ich würde eher versuchen, lass uns mal versuchen, irgendwie halbwegs zusammen zu bleiben. Gut, so geht's auch. Oder? Ist, noch ein weiter. Nee, passt das. Gott, das war's. Mehr kann ich. 3. Okay, der Samsung kriegt, kann versuchen zu verhindern. Mhm. Nee, kriegt einen zweiten Schaden. Und wenn du jetzt eine extra Aktivierung für alle Stufe ziehst, ist Samsung tot. Fast. Da hat nämlich nur noch einen Lebenspunkt. Okay. Hier, erste Karte. Totenbeschwörer. Schon wieder? Mhm. Alter, wie oft kommt denn der? Also, Totenbeschwörer kriegt selber eine Aktivierung, der macht einen Fettbrocken. Die Aktivierung daneben. Du bist noch eine doppelte Brut. Macht eine doppelte Brut für dies da hinten. Das sind 2 Kärtchen, immer 2 Schlurfe und ein Läufer. Lücke. Ey, wir haben echt ein Problem. Wir haben wirklich ein Problem hier. Ja, eine Startkette kriegt der Olli. Und der Olli macht das jetzt mal. Dem Sandron. Kostenlose Bewegung. 1 rein. Mit ihm. Und haut weg. 5. Das ist 5. Hm? Ja. Das sind 2 Tote. Das sind insgesamt 12. Nochmal. 2 Klungen gewesen. Könnte ja letzte Aktion zum Tauschen schon nutzen, dass er schon mal neu sortieren kann und mir Fettbrocken direkt so. Das ist gut. Ich tausche dann die Axt hier rüber. Genau, dann sich dann neu sortieren. Das haben wir auch noch nicht gemacht, oder? Ja, aber du bist direkt bereit, ne? So. Dann ist Samsung dran. Und willst du nicht ihm noch was zurückgeben, sonst hat er ja gar nicht mehr. Ne, die hat ja. Der geht's gut. Tot. Eine Frau. 9. Und. Gehen in den Raum, such was. Das war die erste.
zweite, dritte suchen. Komm. Ich brauche kein Kurzschwert. Ja, scheiße. Wo sind die guten Karten? Ich bin. Jo. Ja. Mach mal die Tür auf, ja. Und töten Pegler hin. Dann sehr klar mit wem. Was machst du denn hier? Die Tür auf. Aber es hat nicht so ganz funktioniert. Warum? Okay. Was soll ich mir eher gerade tun? Ich bin gerade. Okay, das ist auf. Einmal leer. Drei Stufen. Und einmal Doppelwut. Und zwar einmal das Monster. Ach du Scheiße. Und eine Karte, die ich jetzt gleich ziehe, nachdem ich gemischt habe. Wenn wir nicht immer alle Karten jetzt zusammen mixen würden. Genau. So. Einmal mixen. Es sieht gar nicht ganz gut aus hier. Daniel, wir haben zu viele Zombies am Spielfeld. Sieht man auch, dass Zombies das Spielfeld nicht. Wieder doppelte Wut. Wieder doppelte Wut und eine Standardläufer-Extra-Aktivierung. Das ist der und der. Bringt sich, der schlägt zu, der schlägt auf wen? Auf Globus. Ja. Ich habe eine Rüstung. Achso, dann versuchst du widerstehen. So. Nein, kriegst zwei nicht. Schaden. Die doppelte Wut wieder, die natürlich dann in der Forderung, wo wir stattfinden, ist ein Fettbrocken und drei Schlaufe. Wir haben ein richtiges Problem. Drei Fettbrocken? Ein Fettbrocken. Du hast die Lade gebunkert. Ja. Gut, du hast jetzt aber noch eine Aktion und die nutze bitte, um irgendwas zu erschießen. Ich habe einen Totschlag, da kann ich Fettbrocken, brauche ich aber nicht. Also. Ja, dann hau mal den hier weg schon mal, dann können wir uns da gleich mal frei bewegen. Jawohl. Ja. So, an der Farbe. So. Jetzt ist die anderen, die kann. Ihr muss auf jeden Fall jetzt reingehen da, zwei Aktionen. Zwei Aktionen raus, kann ihr Blutrausch nutzen, um reinzugehen. Ja, aber könnt ihr dann überhaupt hier drinnen töten? Ich würde die töten. Warum machst du Blutrausch? Schieß doch mit der Entferne hier rein. Gut. Vier Würfel. Ja, würfel mal hier, damit man das auch sieht. Drei Tote, sehr gut. Alle drei. Nochmal. Das waren alle Aktionen. Zwei, nee, eine noch Aktion. Einmal habe ich noch. Ja, mach in die Richtung hier. Ja, genau. Boah, 6 Erfahrungspunkte geholt. Sehr gut. War gut. Gut. Ich würde sagen, wir tauschen das Inferno jetzt durch, oder? Ich hab noch eine. Ja. Nee, komm, wir holen das. Hol dir das mit dem Glow ist das Inferno. Hol dir das Inferno, das ist viel besser. Ja, genau. Es hat 4 Schuss und verwundet alles. Hier gibt mir das mal. Ich hätte noch einen Todesschlag im Angebot. Da haut er mal drauf. Hier? Ja. Und dann noch. Hilft doch kacke, oder? Eins. Also, das Inferno ist nicht in allen Händen gut. Zwei. Ja, doch, jetzt. Jetzt? Jetzt läuft's. Und jetzt noch den dritten, dann hat er noch eine Bewegung, nämlich. Genau. Komm. Einmal 4 plus noch dabei. Haben wir jetzt schon einmal getauscht, oder? Genau. Das noch mehr. Ich habe getauscht. Ja. Wann warst du schon getauscht mit mir oder habe ich erst getauscht? Du hast getauscht. Du kannst nicht mehr. Das heißt, da steht noch. Ja, stimmt. Ja, ich durfte nicht mehr. Okay, dann tauscht jetzt Silas, obwohl ich überlegt, ob das Sinn macht, aber. Ja, natürlich, der Tauschspruch ist noch viel besser. Schieß mal da rein. Wie groß das hier Platz? Die, mach. Da kannst du mit. Die kannst du mal an. Okay, tausch. Ich bin mir sicher, ob das gut ist. Ja, aber damit kannst du zwei Felder rein. Nee, kann ich nicht. Genau. Damit kannst du zwei Felder reinschießen. So, okay, langsam. Also, du hast jetzt hier getauscht und bist ein Feld gegangen. Jetzt schießt du zweimal. Ich muss den irgendwie loswerden, den Sinker. Oder?
Ja. Kann ich wieder Ambush schießen. Ja. Genau. Genau. Mit der linken Waffe von dir aus. Tot. Ja. So. Dann kannst du einmal reingehen. Und holst direkt an. Natürlich gerne. Tschüss. Boah! So geht das ab. Jetzt hast du einmal getauscht. Reingegangen, einmal geschossen. Reingegangen und geschossen. Ja. Zum Vierten. Vier Aktionen. Gut. Kannst also nicht mehr suchen. Nope. Sind wir die schon mal wieder los. Das ist sehr gut. Und Olli ist angefangen, also sind wir. Ja, hast du deinen. Der ist auch fertig? Mhm. Dann. Was sind wir die Runde durch? Echt? Ja. Hast du nicht angefangen? Ich glaube, ich habe noch nichts gemacht. Aber du hast die Krone. Ich glaube, wir haben vergessen, weiterzugeben. Kann das sein? Kann sein, ne? Ich glaube nicht, dass ich bis jetzt irgendwas gemacht habe. Bei mir ist nicht leer. Hast du nicht mit. Du bist noch hier hingegangen. Du bist von da aus gekommen. Du hast sie getötet hier. Ja. So. Okay, gut. Du bist da auf 14 hochgewandert. Gut, 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 gut. Du hast auch hier deinen Hin- und Herwechsel gemacht. Ja, ja, gut. Dann Bruten. Erstmal gehen. Ja. Das war zum Schluss nicht miteinander. Nelly kriegt einen Schaden, weil es ein Läufer ist. Ja, das ist schlecht. Unsere Leben gehen hier gerade rund. Kennen wir gar nicht so. Die genau. Ich bin auch die einzige mit Rüstung, ist auch komisch. Jetzt musst du hoffen, dass ich nicht schlecht sehe. Mhm. Erste Boot hier. Puppenschwörer, scheiße. Okay, jetzt geht rein. Alles gut. Zweites Boot da. Ein Fettbrocken. Daneben nochmal doppelte Boot. Warte mal, Fettbrocken. Ja. Boot für hinten. Eine Standard-Schlurfe-Aktivierung. Die macht noch einen Schaden. Eine Standard-Schlurfe-Aktivierung. Und ein Läufer denn. Und langsam. Langsam. Ist gut. Zack, zack, zack. Das war's. Boah. Das Kettchen geht hier rüber. Du kannst jetzt mit ein paar Zombies töten. So. Ich habe das in Inferno nicht mehr. Ist egal, du stehst eben nach Kampf und haust jetzt damit ziemlich. Ich kann mit ihm hier. Ja, aber du hast jetzt ein bisschen in Kontakt. Wer hat denn das Inferno? Ja. Mhm. Ja, was bringt dir ja nichts, das Inferno? Ja, komm, dann hol dir mal das zweite Kurzschwert von ihm. Also wenigstens zwei Würfeln. Ja. Und dann hau mal ordentlich drauf, dann mal die Standardschwurfe. Ja. Nein. So nichts? Eins? Zweimal noch. Ja. Zwei tot. So, jetzt solltest du nicht mehr drauf haben. Okay. Jetzt kannst du schon mal raus. Die braucht jetzt vier Aktionen raus. Komm, dann hau drauf, scheiß drauf, dann kriegt sie noch eine Aktion. Nehmen wir es mal in Orange, aber dann ist das so. Orange ist das als Geld. Ja, komm. Ist das so? Ja. Gott. Dann ist, hat sie jetzt noch eine Aktion? Nee, das ist also freie Magie-Aktion, habe ich. Nee, oder freie Nahkampf. Achso, freie Nahkampf. Ja, ich will die freie Nahkampf-Aktion nehmen. Kannst du jetzt nicht alles. Nicht? Das kannst du kannst nur das Monster. Achso, stimmt. Das ist ja. Gut, was ist mit Baldrick? Der kann ja schießen aus Monster. Der kann mit dem Todesschlag darüber schießen und versuchen, da hier zu töten. Ja, genau. Ein Würfel. Wer hat Priorität, Totenschau oder die? Die. Okay. Aber. Einer tot. Das war kostenlos zaubern? Ja. Das sind noch vier. Viermal. Zwei. Ist gut. Dann weiter so. Hält er nichts? Drei. Und zwei Aktionen. Vier. Fünf. Das war gut. Drei Tote. Punkte. Sehr gut. Sterben wir gleich. Hm? Gut. Ich bin dran, ne? Ich würde mit dem Stinker hier doppelt zahlen und das Ding aufheben und suchen. Der braucht noch Leben. Ja. Also, der hat das auch noch. Kommt damit auf 11. Das heißt, er hat noch 2 jetzt? Nee. Also. Doppelt bezahlt, hätte er noch 1 gehabt, hat er aufgehoben, hat er jetzt noch eine Aktion. Und sucht damit. Ja, gut. Das ist gut. Ein Kettenpanzer. Das ist gut. Sehr gut. Der hat ja schon. Nee, der hat noch keine Leben verloren. Und der Silas macht folgende Aktion. Er geht raus. Eine Aktion. Ja. Schießt. Nein. Und geht wieder rein.
ich wieder rein. Voll tot. Ist fertig. Okay. Das. Du. Nelly. 5 Würfel. 2 tot. Und haut nochmal auf. Ja. Noch einer tot. Das sind 3 Tote. Das sind 17. Freie Bewegung suchen. Normale Bewegung suchen. Kurzbogen. Wie du willst. So. Samson sucht. Findet eine Hand am Brust. Finden wir auch mal ein schönes, weil wir zum Monster zum Töten brauchen. Ja, ja. Ja. Wir kriegen die gleich. Und gibt Dolch und Hammer an Nelly. Und rüstet selbst die 2 Schwerter aus. Vielleicht so, ne? Ja, das macht Sinn. Danke. Gut. Ja, mehr ist, da kann ich jetzt auch nicht tun. Fertig? Mhm. Ja. Nonstop hau drauf? Ja. Auf wen? Er hat schon ein Leben weniger, sie hat noch nicht. Sie kriegt auch schon Schaden. Genau, ich würde auch sagen. Das kannst du ja nicht verhindern, den Schaden. Kannst nee, kannst du nicht verhindern. Monstrum kannst du nicht verhindern. Das geht 2 der Läufer. So, dann haben wir hier 3 Aktivierungen. Ja. Pfotenschwörer, hau drauf in dem Fall. Kannst du verhindern mit Nelly? Achso. Auf die 5. Nee, mit. Ist egal, weiß 5 los. Mit wem? Ja, ist ja egal. Ja, nee, musst du vorher sagen. Ja, dann nehme ich den Baldrick. Was? Ja, ja, gut gewürfelt. 2. Aktivierung, noch ein Pfotenschwörer. Kannst du gerne nochmal machen. 5 los bitte. Ah, fast. Dann kriegt der Baldrick ein Leben weniger, der hat noch ein Leben. Nochmal eine Aktivierung hier, 2 Schlurfer. Ne, wir sind nächste Woche Stufe, ne? 2 verbrochen. Ja. Dann hier. Und da haben wir eine doppelte Wut. Ach, das war so klar. 4 Schlurfer. Da. Und 2 Läufer. Dann sind wir durch. Ah! Das läuft echt nicht gut. So. Bin ich dran, ne? Ja. So. Was mache ich jetzt? Das ist richtiger Mist hier. Mhm. Welche Prioritäten gelten in diesem Konstrukt hier? Kann ich ja nachschauen. Kann ich nachschauen. Weiß ich jetzt selber nicht, werte Zuschauer. Schlurfer, Fettbrocken, Monstrum. Läufer, Totenbeschwörer. Also Fettbrocken würde auf jeden Fall treffen, aber das ist nicht so der Funktion. Ja. Nee, überhaupt nicht. Dann fängt Globus an. Ja. Und der sucht jetzt einfach mal. Ich muss mal gucken. Aber ich habe eine Sache, geil. Das ist gut. Es fängt an. Es fängt zu langsam an. Keine Ahnung, Fackel. Ja, und doch, Fackel ist schon mal da. So. Ja. So, jetzt geht er raus und jetzt haut er diesen verdammten scheiß Totenbeschwörer weg. Ja, 2 Würfel. Ist das sinnvoll? Ja, klar, der muss weg. Ja, aber ich kann da nicht mehr raus. Und ich bleib da stehen mit dem Toten. Aber sonst rüstet man nicht weg. Ja, mit Toten kommen wir nicht weg. Ja, aber da sind noch 3 Lebenspunkte, kann der ja auch abnehmen. Ja, ja, okay. Hauen wir jetzt mal drauf. 2 Würfel, Totenbeschwörer, sehr gut. Tot. So, kann ich es mal machen. Nimm die Platte weg. Ja. Blödes Ding hier. Hast du mir den Punkt gegeben? Ja. Gut, dann ist jetzt Silas dran. Silas macht folgendes. Kann er das Ding nicht schon mal aufmachen? Komm, wir machen einen Risikoshot. Oder? Ja, du kannst das Monster töten, ja? Ja? Ja. Also das Monster nicht. Fertig. Fertig. Ja, meine ich ja. Oder? Ja, komm, mach. Los geht's. Ja, tötet ihn, einer geht daneben. Er Lobis versucht zu verhindern mit einer 4 plus. Ja. Ja. Ja, sehr gut, Daniel. Das war eine Aktion. 2. Aktion so. Ist, ich suche. Ja. Finde einen Dolch. 3. Aktion mit ist. Mit dem Dolch könntest du theoretisch versuchen, das aufzuschlagen. Ist das denn schon? Achso, da drunter ist. Aber da ist die Bockarmbrust. Ja, gut, ich habe auch schon eine, die 2. Bockarmbrust ist besser. Ja. Ich helfe euch aber da weiter.
Daniel, guck doch mal, wie intensiv der hier nachdenkt. Ich gehe da raus und mach nochmal 4 Inferno auf das Ding hier. Gut. Say goodbye. Say goodbye. So. Bist du fertig? Ich bin damit fertig. Ja. Gut. Nanny sucht. Findet einen Dolch. Der mich jetzt gerade nicht voranbringt. Geht eins raus. Kostenlos, geht eins rein, haut 5-mal drauf, 6-mal mit dem Dolch, weg, 18, geht hier rüber, 19. Der Kollege sucht, Drachengalle, sehr gut. Ja, Fackel wäre noch besser. Drachengalle. Und... gehst du hinterher? Ja. 1, 2, 3. Ich kann da rausgehen, das aufmachen. Ja, mach mal. Mit wem? Mit der Sonne. Der An. Nein. Nein. Noch eine dazu? Ja. Jo. Das war's aber. Gut. Baldrick kann auch da durch und das einfach aufheben. Oder suchen von. Er sucht. Raus und sucht. Ja. Und dann geht er runter. Ich habe nochmal Feuerball gefunden. Okay, und dann geht er runter. Steht dann hier in dem Gewölbe. Ja. Gut, das war's dann. Ich hätte sogar nur mit der An das Ding aufmachen können, fällt mir gerade auf. Deswegen. aber das kann ich nicht suchen oder direkt aufnehmen oder so. Nichts, sondern. Hätte ich das. Hast du noch einen Punkt? Nee, hat er nicht. Nee, dann ist das irrelevant. Ohne suchen, ja. Aber gut. Ich kann auch nicht das aufmachen. Jo, dann sind die bösen Jungs dran. Eine Bewegung. Die Leute stehen dann hier. Ja, das Monster haut drauf auf Globus. Gut. Dann legen wir guten. Ja. Eins. Kein Fettbrocken. Gut. Zwei Läufer. Und da hinten 4 Schlurfen. Boah, ist ja richtig kommod. Ich fang an, oder? Gut. Ich fang an, oder? Ja, ich starte plötzlich. So, der Kollege geht hier suchen. Ach, eine Fackel. Jetzt geht's los. 1, 2. Könntest du direkt ausrüsten alles. Nee, musst du mal alles ausnehmen. Nee, das bringt mich nicht voran. Ich muss ja... In dem Suchen kannst du es ausrüsten. Warte mal, wie viel habe ich jetzt ausgegeben? 2. Punkte. Ausrüsten will ich jetzt nicht. Du hast recht. Aber du kannst rausgehen auf die Tür und dann somit ihr die Möglichkeit geben, dass alles auszurüsten. Richtig. Das war so 3. Genau, 3. So, 4. Ich gehe schon mal näher ran hier. So, dann geht die Nelly. Kostenlos. 1, 2. Tauschen sind 3. Kannst du schon die Drache hinlegen, muss ja nicht das Feuer legen. Wir müssen ja eh noch flüchten. Oder ich mache euch platt. Danke. Haben wir es dann geschafft oder müssen wir die beiden? Die müssen auch noch aufnehmen. Deswegen gehst du mit den beiden mal die Aufgabe legen, die beiden zu holen. Ja. Nee, komm, die Drachengarde legen wir erst, wenn das geklärt ist, was hier wirklich passiert. Ja, willst du dann schon mal tauschen, mit denen die Hand drücken oder sowas? Weil die ist frei in der Bewegung. Ja, viel komm. Machen. Gott, das machen wir so. Drachengarde und Fackel kriegt die Nelly. Das ist gut. Nicht, dass Nelly danach irgendwie nicht mehr da ist. Ich habe eine Idee, wie wir das machen. Wir gehen gleich alle raus. Er folgt uns dann, weil wir zu dritt sind. Ja. Und dann verschwinden wir alle. Ja, aber dann rennen die dazwischen. Ja, schützt die gleich mit. Das wird schwierig, was du jetzt hier fragst. Weil dann sieht er nur auf die, geht einen zurück und dann tötest du den da komplett. Okay, wir gucken mal. Ach so, du, wenn die alle reingehst und dann sieht er alle nur noch die Sichtlinie, geht wieder zurück. Ja, okay. Und dann steht er hier. Gott. Ja, okay, Gott, verstanden. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Okay, gut. Dann bin ich fertig. Ich habe auch eine geniale Idee. Können wir ja gleich überlegen. Du bist dran. Gute Idee. Daniel. Ich kann mit der An. Du kannst aber mit dem Ball die Waffe aufheben, oder? Ja, aber ich würde sagen. Okay, mach erstmal, genau. Geh erstmal mit dir rein. Da unten rein. Dann mach die Tür auf. Drauf. Genau. So. Ja. 2 Zonen. 2 reingehen. Bruten! Achso, Bruten. Scheiße.
ein Monstrum im Problem. Super, dann. Das hast du wieder genial gemacht. Silas oder Globus? Globus. Ich hätte auch gesagt Globus. Nein, falsch. Falsch. Oh, das sind deine Level. Das sind deine Levelpunkte, da musst du abzählen. Hoffentlich nicht nochmal Monstrum. Doppelte Ruhe. Für das erste Zimmer wieder, und zwar 6 Schlurfer und 2 Läufer. Es geht jetzt jemand drauf, ist dir das bewusst sein, ja? Noch nicht, ne? Mhm. Bin ja auch schon. Geht keiner drauf hier. So, An hat jetzt bis jetzt da einmal. Doppelte Brut müsste dann wieder hier liegen, oder? Nee, nee, zwei doppelte Brut und okay, dann Gott. Zurück. An ist da. Nee, die steht ja schon ganz gut, würde ich sagen. Yes. Ja, aber was hat die jetzt noch? Kann die noch suchen? Zwei, nee, den Gewölbe kann man nicht suchen. Doch, das Ding kann sie nehmen. Das kann sie auch nehmen. Und das ist richtig gut. So. Genau, und jetzt hast du noch eine Aktion und tauscht die direkt mit dem Ball, damit er direkt hier wegschießt. Richtig, kann. Genau. Welcher ist besser, Feuerball oder Todesschlag? Ja. Drei Würfel ist besser als einer. Achso, okay, ja. So. So, dann geht der eins hoch. Dann ist sie fertig. Jetzt geht der eins hoch. Ja. Ich habe sogar Massen auf Bolzen. Gut. Ja, perfekt. Du musst schon noch an. Nachher aber nicht. Aber sie wiederholen den Wurf. So, schieß mal mit dem Bolzen. 2 Schuss. Mit an bin ich jetzt fertig. Aber mit denen hast du 3 Schuss, ne? Aber der ist auf die 3 plus, okay. Ja. Ja, richtig, ja. Ich würde aber mit der orkischen Arm drüber schießen. 2 Würfel, 3 plus. Ja. Und aber auf 2. Genau. Ja. Das ist jetzt 3 Aktionen. Zwei Tote. Sehr gut. Nachladen. Nee, ich stehe so im Feuerball. Ja, dann will ich eh Fallzauber noch. Ja, aber wenn er jetzt kann, jetzt könnt ihr noch 2-mal mit dem Feuerball schießen. Ja, guck mal, was rauskommt mit dem Feuerball. Nochmal Tote. Ja. Ja. 3. Er ist mit Feuerball jetzt, oder? Ja, genau. Oder er hebt das jetzt auf, hat dann durch eine 2 Zauberaktion noch. Ja, das kann er immer noch machen. Halt. Ja. Komm, er soll mal schießen, er soll mal platt machen jetzt. Na, so nicht. So nicht. So, jetzt hat er noch. Das war die 2 Aktionen, jetzt hat er noch 2 Aktionen. Ich würde nochmal da reinschießen und versuchen das trotzdem mal. Oder das dann aufzuheben, dann kriegt er auch noch eine. Richtig. Ja, das ist das gleiche da oben. Ich schieße jetzt nochmal. Ja, schieß mal. Wieder was? Ja. Feuerball. Einen, oder? Dann würde ich mich verpissen, wenn ich du wäre. Oder es aufheben und mich dann verpissen. Ja, aber dann... Nee, das, ja, das geht ja nicht. Das geht nicht. Dann nur eine freie Zauberaktion. Achso, dann will ich mich verpissen, wenn ich du wäre. Weil da kommt ein Läufer, der macht die 2 Schaden. Und du bist du tot. Ja, gut. Genau. Ja. Richtig. Wer ist dran? Ich bin dran jetzt. So, wir machen jetzt folgendes. Das Monster darf sich ja gleich noch bewegen. Ja. Richtig. Richtig. So. Ich würde da unten reingehen. Mach eine Harakiri-Aktion, ne? Nee, geh raus mit beiden. Geh da unten rein. Wir müssen hier noch das Monster töten und die 2 Dinge aufheben. Ich hab die Sachen gerade in der Hand. Soll ich die schon irgendwo hin abwerfen? Wenn du dich mit beiden verpickst. Nee, das ist ja die. Dann kannst du es hier reinwerfen. Ich würde hier reinwerfen. Ja. 2 Aktionen raus. Ja, und dann verschwindet sie. Die kann genau. Nicht in der gleichen Runde genau. Entzündet werden. Doch, kann nicht. Doch, aber ich habe ja kein Feuer. Ja, achso, aber das ist sie haben Feuer. Ja, das machen wir in der nächsten Runde. Richtig. Also, ah, richtig, ich gerade. Ja. Lege ich, was ist sie? In das Feld. Ja. 2 Aktionen raus und in dieses Gewölbe. Ja. Der Silas, der hat nochmal richtig Bock zu schießen. Der macht 4 Schuss. Mit Inferno, oder? Inferno. 2 Tote. Fettbrocken und normal, genau. Mach das gleich normal. Du musst noch verschwinden. Ich gehe einfach gleich bei euch hin. Nein, du gehst nicht bei uns hin. Weil sonst muss ich dich killen. Ne, ich kann auch noch weg. Also, warte mal. Ich habe da jetzt eine Aktion erst gebraucht. Ja? 2 brauchst du? 2, 3. Gut. Ja. Kannst du aber nicht. Kann ich euch gleich noch helfen beim Schießen, ja. Okay, gut. Der andere ist schon fertig. Ist fertig. Sind wir durch. Runde zu Ende. Gut. Die. Zack. Gut. Da.
Wieder Bruten. Wir haben 4 Schläufer. 2 Läufer. Und 3 Schläufer dahin. Gut. Gut. Ich hab, ist, Daniel ist dran. Ja, Baldrick. Ja. Oder. Oder an. Ja, die anderen hat die Armbrust, die können ja direkt. Die, nee, der Baldrick hat die Armbrust. Ja, der kann direkt im Nahkampf schlagen. Auf die, der ist im Nahkampf. Auf die 3 Plus. Ist gleichzeitig Nahkampf und Schwerkampf mit drauf. Ist stark. So nicht. Einer? Kannst du den Wiederholen, wenn du willst, aber. Kannst du wiederholen, ja, wiederholen. Nein, nein, beide musst du wiederholen. So. Wenn jetzt die Doppel 1 wird, ne? Ey, das ist ein Mogler vor dem Herrn hier. Das weiß ich doch nicht, welchen. Gut, wiederhol deine Wurf mal. Okay. Ja, gut. Einer ist tot, kannst du ihn direkt nochmal machen. Genau. Aber ich hätte doch, es ist das gleiche Ergebnis wie. Er hätte den Wurf nicht wiederholen dürfen, weil er schießt nicht in den Nahkampf, er nimmt das als Nahkampfwaffe. Das war Blödsinn, wie wir jetzt gesagt haben. Gut, er hat den einen getötet jetzt. Ja, gut. Vorher oder nachher? Erste Aktion. Nein. Zweite Aktion. Den anderen. Jo. Gut. 4. Ja. Zweite Aktion. Dritte Aktion, da hingehen und dann sauber anwenden. Oder was auch immer. Nochmal sauber aktiv drauf. Genau. Ich kann auch mit 3 würfeln hier. Und dann kannst du zweimal kostenlos zaubern. Genau. Ja, gut. Also hast du noch 3 Schuss jetzt mit Zauber. Ja. Ja. Ah, ich muss erstmal 2 Punkte. Richtig? Sind so 3-mal kostenlos? Ja, wenn du jetzt weiterkommst, eine Stufe. Ah, okay. Ja, ja. Gut. Ah, die letzte Aktion. Jetzt. Gut. Tot. Sind schon 2 Tote. Und hast jetzt noch. Kannst du mal irgendwas, kann irgendwas machen? Kann man das? Ja, auch freie Schussaktion war das jetzt. War jetzt noch eine freie Zauberaktion. Wieso hat denn eine freie Schussaktion? Zauberbuch. Achso. Kann jetzt aufheben zurück. Genau, ja. Das kann ich noch machen. Und ich muss einen Punkt raus. Zauberbuch, was heißt das? Was bringt mir das? Ist egal, wir haben das Spiel gewonnen. Oder eine freie Magieaktion, was bringt mir das? Was ist der Unterschied? Zauberbuch, kannst du alle Zauber in deinem Inventar auch nutzen, ohne dass du die ausgerüstet hast. Okay, ja, mach ich das doch. Gut. Und. Heb's auf. Den aufheben, dann habe ich da nochmal. 5 Erfahrung. 5 dazu. Bringt ja nicht gut. So viel. Das ist jetzt in Orange. Ja, aber schon länger. War schon länger. Wir haben die ganze Zeit Orange. Wer hat denn Orange? Ich. Dan. Dan. Ah, okay. Deshalb sind noch so wenig gekommen. Die anderen holt den letzten 10, ne? 1, 2, aufheben. Gott. Und dann. Bin ich fertig. Bin ich dran? Ja. Ich. Schieß bitte mit Silas hier rein und töte den. Ist noch ein Problem? Du, rüste doch den normalen Bogen aus, oder geht ich das? Ich bin leider bei ihm. Ja. 2 Schuss auf die 3 Plus. Tot. Gut. Mal gucken, wie der ganze Spektakel mal. Und der okay, kommt auch noch raus. Egal, das auch noch. Ich nade nach und schieße normal und kann in 2 Felder schießen. Und töte das Mistviech. Einfach fürs gute Gewissen, ja? Genau. Und wenn ich dann in der nächsten Stufe und hab den Kernschuss, das ist auch mal. Bringt uns genau überhaupt nichts, dass der dann in der nächsten Phase ist. Genau. Was macht dein Kernschuss? Okay, ja. Genau. Achso, dann kannst du reinschießen, ohne dass. Eigentlich also, bist du den Eisenregen, aber der ist ja yeah, richtig geil. Eisenregen mit dem Kurzbogen, wo du auf die 2 Plus triffst. So, ich fange mit Samson an. Samson geht einfach raus. Und dann gehe ich mit Nelly rüber, werf die Fackel, Monster ist tot und gewonnen. Warum gehst du nicht mit ihm hier noch einen weiter und suchst noch? Mach einfach, such noch mal. Ich mach's. So, wenn er jetzt ein Zombie ist, nehm Dolch. Okay, ein Dolch, wunderbar. Okay. So ist das Monstrum auch mit der Drachengalle getötet worden. Ja, genau. Brennt jetzt. Und haben wir jetzt alles erfüllt? Kriegst du dann Erfahrungspunkte, ne? Töte die Bestie und seinen Herrn, plünder das Laboratorium. Wir haben alles erledigt. Ziel erreicht. Ziel erreicht. Alle Ziele. Ja. Das Ziel. War gar nicht mal so leicht. Ein Monster hat uns richtig sekiert jetzt, oder? Ja, wir haben richtig viel Leben verloren. Also wir mussten darum kämpfen, dass wir alle überlebt haben. Ja, aber es war trotzdem gut, das erste direkt hier zu das große Platz zu machen. Genau. Ja,
alle angeschlagen. Ja. Aber da kann man echt Massen hier, ne? Ja, also, da sind schon viele Zombies unterwegs. Ich glaube, die beste Karte war hier das Inferno. Ja. Irgendwann, die kam gut zum Einsatz. Inferno ist richtig stark. Ja. Ja, einfach mal, die beiden gelben Karten sind einfach unglaublich wichtig auch. Ja, ja, richtig. Aber ich glaube, die ist noch stärker. Dadurch, dass du 4 Würfel hast. Ja, aber die Kombination Silas mit dem Armbrust und einem Bolzen ist okay. Unschlagbar. Ja. Ja, also wirklich. Ja. 2 plus und wiederholen. 2 plus, wiederholen, 2 Entfernungen, das ist schon. Ja, also, wir haben gerade richtig Bock gehabt, das zu spielen. Es hat auch mega, mega Spaß gemacht. Ja, also, mir zumindest. Wenn ihr auch Spaß hattet, vergesst den Daumen hoch nicht. Schreibt in die Kommentarfunktion, was hätten wir besser machen können. Wo haben wir, einen Blödsinn gemacht? Wo hätte der Daniel besser würfeln können? Oder wo hätten die beiden Daniels besser würfeln können? Genau. Wo hatte der Olli Blödsinn gemacht? Ich mach keinen Blödsinn. Mach hat der Olli mir gesagt, ich kann wiederholen? Oder was? Nein, das war der Daniel, das war nicht ich. Ja, wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.